wusste, dass ich wenig Zeit habe. Aber natürlich habe ich mir noch mehr Hoffnung gemacht, in der Kürze der Zeit vor allen Dingen taktisch mehr zu erreichen. Das hat aber dazu geführt, dass ich viele Spieler überfordert habe und den einen oder anderen gerade vom Erfahrungswert auch international vor den Kopf gestoßen habe. Definitiv hat sich das Vertrauen gestärkt, aber es ist kein Geheimnis, dass es aufgebaut werden musste. Vertrauen ist verloren gegangen nach der Europameisterschaft. Dann war ein langwieriger Prozess auch des Abwartens. Auch wenn das Turnier sehr enttäuschend war und ich den Unmut zu spüren bekommen habe, dass es wirklich schon das letzte oder das einzigste Turnier gewesen sein sollte, das habe ich damals nicht gedacht. Dann habe ich es gespürt, dass es an einem seidenen Faden hing. Umso mehr bin ich über diese zweite Chance erfreut. Ich bin überzeugt, dass wir sehr viel Potenzial aus der Vergangenheit ziehen werden. Das zeigen die letzten 6 Monate bereits. Das spüre ich an der Stimmung im Team. Und hört sich jetzt blöd an, aber es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, vielleicht auch machen musste, um entscheidende Dinge anders anzupacken und in die richtige Richtung zu bringen.